Lufthansa bekommt bei der Flottenplanung Probleme, weil Flugzeuge sich verspäten. Die 787 und die 777 haben anscheinend so ein bisschen Probleme. Des Weiteren, Air Dolomiti wird auf einen Zubringer für Lufthansa zusteuern vom Geschäftsmodell her. Und dann gibt es 33% Bonus beim Transfer von den Coop, wie der Schweizer sagt, Coop, nicht Coop, ne? Ganz wichtig, daran erkennt man den Bundesdeutschen, es ist Coop. Coop Superpunkte, 33%. Coop. Ja, das ist so, das habe ich gelernt. Auch wieder Kollege Hoffmeister. Und der Herr Korsten. Wir sind hier, um euch mehr Meinung, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Heute auch wieder Abonnierbefehl, macht den Kanal glücklich und fett und viel klickbarer, indem ihr einfach ein Like da lasst, indem ihr einen Subscribe, also einen Abonnier-Button drückt und die Glocke anmacht und ganz, ganz wichtig, kommentieren. Kommentieren. Genau. Und danke dafür. Das nächste Thema ist Stammtisch Berlin. Stammtisch Berlin, 28. im Jabe Restaurant, ein japanisches Restaurant mit Gyoza. Ich mag Gyoza. Ich liebe Gyoza. Ist eigentlich sehr lecker. Mal was anderes, nicht im Grand Hyatt. Auch hier wieder die Warnung. Ich weiß, ich habe zwei oder drei Leute, die sich beschweren werden, weil das im Osten der Stadtteil stattfindet. Ich selber habe da auch meine Probleme mit gehabt, aber da müssen wir drüber hinweg, wenn man Gyoza bekommt. Und laut Google ist die Restauration phänomenal. Auch hier noch, wenn ihr das heute schaut, ja, was möchtest du sagen? Das Grand Hyatt liegt auch im Osten. Nein, das ist vom Westen. Also das ist nicht, du siehst den Osten von da aus nur. Ja, Millimeter entfernt sozusagen. Also du siehst ja, wo die Mauer früher war und man ist also ja. Ganz, also im Prinzip ist da ein Grünstreifen früher mal gewesen. Lange Zeit. So ist es. Also. Und das nächste ist ganz einfach. Denkt daran, wenn ihr mit wollt auf dem Erstflug mit Air Baltic, natürlich kein Lufthansa-Thema, aber Air Baltic fliegt für die Lufthansa demnächst bei Eurowings, das heißt also für die Lufthansa-Gruppe ab Düsseldorf und Stuttgart, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann fliegt die Eurowings ja auch sowieso schon Codeshare für München, Riga und andere Destinationen. Tampere, München, Tampere, Frankfurt soll kommen. Dann passt das doch hier hin. Also wenn ihr beim Erstflug mitmachen wollt, der leider nicht nach München oder Frankfurt geht, sondern nach Oslo, da könnt ihr euch bei mir melden. Da können wir nochmal gucken, dass wir da was gebastelt kriegen. Und jetzt gehen wir direkt zum ersten harten Thema. Lufthansa Boeing 787, Mario. Tja, es sind alles sehr unerfreuliche Themen. Eigentlich wollte die Lufthansa ja schon im jetzt kommenden, bald einsetzenden, ja, was soll man sagen, Sommerreiseverkehr, den Dreamliner einsetzen. Aber man muss wohl noch etwas warten. Frühestens im Juli werden wohl die ersten 787 ausgeliefert werden an die Lufthansa, weil ja die Lufthansa hat die Boeing-Kollegen haben weiterhin große Produktions- und Qualitätsprobleme und die amerikanische Luftaufsichtsbehörde ist da im Moment auch ziemlich rigoros hinterher und ja, insofern wird das so schnell nicht gehen. Aber die Lufthansa hofft ja immer noch darauf, dass man zumindest in der zweiten Hälfte des Sommerreiseverkehrs den Dreamliner dann einsetzen kann. Also wir bleiben und sind sehr gespannt. Ist alles sehr ärgerlich, aber ja, die Lufthansa trägt da ja nun leider keine Schuld dran. Man muss sehen, wie es weitergeht. Angeblich sind ja auch die Flugzeuge, die Lufthansa bekommt, nicht von diesem Qualitätsproblem betroffen, weil die ja schon vorproduziert worden sind. Warten wir es ab. Ne? Ja, also ganz genau. Es sind ja 100 auf Halde im Prinzip, die ja die Parkplätze verstopfen von den 787ern. Und die sollten ja auch schon kommen im Prinzip Ende des Jahres, des letzten Jahres 2021. Letzten, ja. Und jetzt sollen sie im Juli kommen, also das heißt im dritten Quartal.
Aber auch hier denke ich, dass da noch ein bisschen Spielraum ist. Vor allem, warum? Ganz einfach, wenn die erst im Juli kommen, bis das Ganze mit den Crews und so weiter, mit dem Training da ist, also wird sportlich. Die freudige Nachricht ist natürlich, dass ab nächste Woche es losgeht mit den Fliegern ab München. Toronto wäre ja zum Beispiel ein Ziel, was wir fliegen könnten. Das ist übrigens auch der erste Flug mit den 350 von Philippine Airlines. Mit den semi-neuen Sitzen, was ja eigentlich auch tragisch ist, dass man bei Lufthansa ein Flugzeug, das geleast wird, das also auch schon etwas älter ist, bessere Sitze drin hat als man selber. Aber nun gut, so ist das in der Tragik der ganzen Thematik. Eine weitere tragische Geschichte ist bei Boeing die 777-9, also die 777X, wie sie im Volksmund genannt wird. Die hat im Moment schon wieder ein Zeitplanproblem. Da hat man jetzt avisiert 2025. Das Ding ist fünf Jahre zu spät. Und es hängt ja auch wie so ein Damoklesschwert da über der ganzen Thematik. Emirates als einer der größten Kunden, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Emirates da bestellt hatte. Ich muss mal, hat Timothy Clark, wie viel hatte der bestellt? 115 Stück von der 777-9 und 35 777-8. Die hat man ja schon gekürzt auf 126 und er hat gesagt, wenn die Bude zu spät kommt, dann ist das Ding tot für uns. Und man sieht ja auch zum Beispiel bei den ganzen Bestellungen, Air France, KLM hat ja auch zwei oder drei neue 350F bestellt. Also das heißt, die ganzen Fluggesellschaften schwenken auf die Airbus-Produkte über, weil Boeing nicht liefern kann. Und ich meine, so viel Scheiße am Fuß kannst du keinem wünschen, wie die haben. Die 737 Max, nee. Das ist jetzt nicht ein Lufthansa-Thema, weil Lufthansa keine bestellt hat, aber da siehst du einmal, was sie für einen Druck im Moment haben. Wenn die Dinger nicht bis zum 31.12.2022 zulassen sind, müssen die in der Systemarchitektur für Warnungen, das heißt also, dass wenn es gibt ein Computersystem, wenn Warnungen im Flugzeug auflaufen, wo die Warnungen zentral gesammelt werden und dann aufbereitet werden und dann je nach Intensität rausgelaufen und über Ton und so weiter, also Stick, Shaker und was es da alles gibt, den Piloten gegeben werden, damit sie ihre Checklisten abarbeiten können in einem Notfall. Das ist bei der 737 noch auf dem Stand von 1897 gefühlt. Das heißt also im Prinzip vom Erstflug mit der aus den 60er Jahren. Ja. Also das heißt, wenn die das Ding, dann müssen die das neu machen. Dann, das ist so. Die haben dann nicht mehr diese Grandfather Rights, weil das Flugzeug so alt ist. Ist jetzt auch nichts, was unbedingt sicherheitsrelevant so dramatisch ist, wie man das richtig anhört. Aber es zeigt halt, in welchem Dilemma dieser Flugzeughersteller ist und welcher Druck da ist. Die haben im Prinzip drei Flugzeugserien und von denen haben sie drei Stück mit Scheiße am Fuß. Das geht nicht. Mehr haben sie übrigens auch kaum, ne? Ja, das ist ja das Schlimme. Und es gibt ja auch praktisch 747-8er ist rausgelaufen. UPS hat die letzte Maschine bekommen. Es gibt noch zwei oder drei in der Produktion. Das Ding ist weg. Dann muss man ja gucken, dass man auch einen Nachfolger eigentlich hat für die Single-Eye, für die 757er. Da hat man ja auch nichts Ordentliches im Prinzip gebacken gekriegt. Haben die überhaupt Geld dafür? Das soll ja dann irgendwie, weiß nicht, soll das ein 797 heißen oder so. Aber ich bin kein großer Boeing-Fan. Ja, also das gebe ich ja offen zu. Aber so viel Stress, wie die haben, ist echt keinem zu wünschen. Das wäre jetzt so mein... Nee. Mein... Würde ich dir unumwunden zustimmen. Im Grunde ja bei allen relevanten Serien, außer sozusagen bei der Standard Triple X. Das läuft ja wohl scheinbar noch, aber halt bei der Triple 7X, bei Dreamliner und bei der 737. Und da haben sie auch das Problem. Man hat noch gar keinen Nachfolger für die 737 Max, die ja, wie du vorhin schon sagtest, ja im Grunde eine Antiquität ist, die man halt ein bisschen aufgemotzt hat, aber kein wirklich neues Flugzeug. Das ist schon, glaube ich, ein Riesenproblem für die Kollegen dort in Seattle. Ja, mal schauen, wie sie da rauskommen. Man wünscht es halt keinem. Ich bin ja durchaus ein Boeing-Fan bei bestimmten Flugzeugen. Im Gegensatz zu dir liebe ich ja die 747-8. Dafür mag ich den Airbus A380 nicht so gern, aber das ist ja auch Geschmackssache. Ich finde es wirklich sehr schade. Vor allen Dingen, und wir haben ja heute das Lufthansa-Thema, weil wir wissen ja alle, mit der 777X
sollte die neue Business Class, die eigene neue Business Class etabliert werden. Und das dauert jetzt quasi wieder noch länger. Und ich weiß nicht, was man sich bei Lufthansa überlegt. Man muss doch zwingend jetzt die neue Business Class dann auch in den anderen oder dann vorher kommenden Maschinen einbauen, die ja eigentlich hinter der 777 kommen sollte. Schauen wir mal, warten wir mal ab. Ja, also ich muss es jetzt einfach noch erwähnen, weil du es ja gerade gesagt hast. Also das Paradoxon ist, dass man 5 Sterne Airline Skywards gekriegt hat für etwas, was nie in der Luft war. Und das ist halt einfach das Paradoxon. Und die 5 Sterne von Skywards sind ja auch... Skytrax. Emirates Skywards Programm, anderes Thema. Also bei Skytrax, wie es richtig heißt... Das Ding ist ja obsolet. Lufthansa hat ja seinen 5-Sterne-Anspruch aufgegeben. Also daran sieht man ja einfach, wie das Ganze gelaufen ist. Da können wir auch noch ein anderes Thema einfügen. Wir hatten eigentlich das Thema nicht drin. Auch das Catering in der Business Class, ne? Und das Catering in der Economy Class, das bei an Bord nicht funktioniert, weil man bei Gate Gourmet da durch Corona-Engpässe hat. Und besonders, also das Problem liegt anscheinend an den Leuten, die eine Berechtigung haben, den Hubwagen zu fahren, also das, was ihr seht, wo die ranfahren das Flugzeug hoch und dann die Trolleys reinschieben, da gibt es wohl einen Engpass. Wir haben ja auch einen Kollegen, der zu uns zum Stammtisch gekommen ist, nach Frankfurt. Vielleicht meldet er sich ja auch nochmal, was da wirklich Phase ist. Also das Trauerspiel. Also das heißt, bei an Bord gibt es auch nicht, kriegst also nichts zu fressen. Dann haben wir bei einigen Kunden das gehabt, dass die Business Class geflogen sind, dann aber keine Tasting Heimat gekriegt haben. Wobei Leute auch wieder geschrieben haben, dass Tasting Heimat am Abrauschen ist von der Qualität her. Hast du Tasting Heimat auf deinen Flügen gehabt? Nein. Ich bin ja von Hannover nach Frankfurt geflogen, habe auch die berühmte Mail bekommen, die viele bekommen haben, dass man leider aufgrund der Engpässe des Caterers leider kein Tasting Heimat anbieten kann. Das war vor 2 Wochen, ne? Rückflug. Ja, vor 2 Wochen, genau. Und auf dem Rückflug jetzt am Donnerstag dann von Frankfurt nach Hannover, war ja früh morgens, gab es so ein Müsli und so ein kleines Fläschchen Milch und ein Äpfelchen. Also war jetzt auch nicht so der Hit. Aber war das Tasting Heimat oder war das einfach, hat das Gefühl, das war irgendein Substitut? Das kann doch kein Tasting Heimat gewesen sein. Wo gibt es denn Tasting Heimat mit Müsli morgens? Ich glaube, das war einfach sozusagen das Frühstück. In Hannover? Das Frühstücksangebot. Das war Hannover Frühstück. Das war das Hannover Frühstück. Ja, also das ganze Flugerlebnis hatte eher was von Ryanair, wobei ich da auch jetzt nicht der Lufthansa die Schuld geben kann. Aber wenn man dann an der Außenposition steht und man wird dann am Gate in den Bus gefercht, wird dann da zum Vorfeld gefahren und steht dann da nochmal gefühlte 20 Minuten in dem Bus, bevor es losgeht. Und dann mussten alle vorne einsteigen, obwohl ja sonst bei den Vorfeldpositionen auch hinten eine Brücke dran ist. Da stand zwar eine, die konnte aber nicht benutzt werden, weil Fraport nicht genug Personal hatte. Also zwängte sich alles vorne rein. Also, ich weiß nicht, da kannst du, also wenn du mal Ryanair-Feeling haben willst, fliegt die Kurzstrecke mit Lufthansa von Frankfurt, egal ob Business oder Economy, du wirst da reingefercht und das macht wirklich keinen Spaß, muss ich sagen. Ich fliege ja sehr viel mit SAS oder mit Finnair aus Helsinki heraus über Stockholm und dann in die Welt oder wie auch immer. Und die haben in Stockholm ein Boarding, was ich richtig geil finde. Und zwar, du kommst in den Finger und da steht an dem Finger, Sitzreihe 16 bis 35 geht links. Und dann gehst du links die Treppe runter, gehst am Flugzeug außen vorbei und steigst hinten ein. Am Gate. So. Ja, ja. Und die Reihen 1 bis 16 geht vorne rein. Ich habe zuerst gedacht, sind die nicht ganz dicht oder was? Nein, aber so benutzen die beide Türen. Nur es würde in Frankfurt ja wahrscheinlich wieder nicht gehen, weil der Fahrer für die Treppe nicht verfügbar ist. So ist das. Oder die Treppe nicht verfügbar ist. Also insofern, warum gucken wir uns nicht einfach mal andere Länder an, wo es mal ordentlich organisiert ist, dass die Deutschen so Organisationskünstler sind? Das Ding ist ja schon lange gegessen, der Drops. Also da muss man ja peinlich berührt sein. Ja. Sorry. Gibt Leute, die sind besser. Ja, der Pilot, der war auch nicht ganz glücklich. Man ist dann noch nicht pünktlich losgekommen und der machte dann auch eine ziemlich deutliche
sagte, es tut ihm sehr leid, wir müssen jetzt noch warten, es werden noch Gepäckstücke verladen, die Fraport kommt nicht hinterher. Man hätte in der Pandemie halt mehr Leute entlassen, als einem gut getan hat. Und oh Wunder, konnte auch keiner ahnen, dass die Leute gerne wieder reisen, wenn sie können. Und ja, jetzt steckt der Fraport im Dilemma, hat keine Leute, kriegt die Flugzeuge nicht schnell genug B- und entladen. Und dann kommt es halt zu Flugverzögerungen. Ne? Alles sehr ärgerlich für den Passagier. Ja, das ist ja die Wahrheit. Man hat ja in der Pandemie Leute entlassen und das ist ja auch bei der Swiss passiert und hat jetzt einfach das Problem beim Hochfahren, dass man die Leute einfach nicht mehr findet. Und ich hatte das Problem in den USA, ich weiß nicht, ob dir das in Hotels aufgefallen ist, es gab keinen Service, weil die gesagt haben, wir haben nicht genug Personal. Und da erinnere ich mich ja an den Freund von Hilton, den CEO, der ja gesagt hat auf Bloomberg TV und auf MSNBC, in der Hospitality, wollen die Leute nicht mehr arbeiten, weil Amazon böse ist und Amazon den Leuten in den Lagern mehr Geld gibt, als wir in der Hospitality. Und das ist halt einfach das Problem. Ja, eine Frechheit. So und das ist doch einfach die Sauerei. Also das heißt, du schmeißt die Leute raus, die brauchen Sondergenehmigungen und Sonderqualifikationen und wunderst dich, dass du die nicht wie Sand am Meer findest und versuchst dann noch wie in Polen 70% der Gehälter zu drücken. Also das ist doch unglaublich. Kriegst du da wieder auf. Ist jetzt zwar kein generelles Lufthansa-Thema mehr, aber ist so, auch die Reinigung, ich habe ja auch in einem Hotel der Hilton-Kette gewohnt, alle 4 Tage wurde nur Zimmerservice gemacht. Wenn du allerdings irgendwas haben wolltest, dringend neue Handtücher oder sowas, konntest du dich natürlich melden. Ja. Aber in den USA ist das ganz extrem. Auch im Restaurantbesuch, Steak essen, mittags, mal Mittagessen. Die Hälfte des Ladens war leer und dann dachte ich, oh schön, geht gleich los. Dann, sie müssen leider 20 Minuten warten. Ja, nicht weil genug Plätze da waren, die waren schon da, aber es war einfach nicht genug Personal da, die Leute hätten bedienen können. Nützt ja auch nichts, wenn sie denn die Tische voll machen und keiner kommt dann. Also ganz, ganz, ganz heftig ist das dort im Moment. Und im Grunde siehst du vor jedem Laden, also jedem Hotel, jedem Restaurant und natürlich auch jedem Shop, Rehire. Also du einen Job brauchst, auch wenn er vielleicht nicht gut bezahlt wird, den du sagst, kriegst du im Moment sofort was. Sofort. Also Gastronomie, Shop. Ja. An den Türen sind Schilder gewesen, wo dran stand, melden Sie sich jetzt, Sie bekommen $18,75 die Stunde. Und wenn man bei McDonald's, ne, $18,75, ich weiß jetzt natürlich nicht, was die Abzüge sind und so weiter. Und das nächste war, wenn du in der Küche als Hamburger Bräter arbeitest, also nicht an der Kasse, dann kriegst du einen Dollar mehr. Also das sind alles so Sachen, wo man sich echt fragt, Leute, wir müssen einfach gucken, dass Arbeit ihren Wert hat. Und gerade in den USA, da habe ich mich auch wieder drüber aufgeregt, da habe ich Leute gehabt, die haben im Service gearbeitet, die haben zu mir gesagt, ich komme morgen wieder, aber ich gehe jetzt gleich zu meinem Zweitjob. Ich so, was, Zweitjob? Wie soll denn das funktionieren? Also das ist unglaublich, was da los ist, aber auf diese Themen werden wir auch in Deutschland kommen. Da, bevor wir uns wieder verzetteln und ich anfange, mich weiter aufzuregen, dass wir keine fairen Preise für faire Dinge zahlen, deshalb fliege ich auch nicht mit Ryanair. Ich bin noch nie in meinem Leben mit Ryanair geflogen. Ich habe mich einmal mit Gedanken getragen, habe mich aber dann schnell heilen lassen. Also, mit wem ihr auch bald nicht mehr fliegen könnt, inneritalienisch, ist Air Dolomiti. Air Dolomiti, die sympathische Fluggesellschaft, die ja auch es hinkriegt, ordentlich einen Kaffee zu bringen an Bord. Ne? Das muss man ja, also die haben das ja geschafft, bevor es dieses Tasting Heimat und Melangerie und all den Quatsch gab. Die Lufthansa-Tochter, die es ja seit über 30 Jahren gibt, was wir mit Sätzen festgestellt haben, dass sie eine 100%ige Tochter der Lufthansa sind, obwohl wir es beim Hopf hatten, aber natürlich nie präsent haben, hat man halt einfach geguckt, dass man ja auch die, dass man federt, also wie das so hat, oder fiedert, wie das schön auf Englisch heißt. Heißt also, dass man dem Konzern aus Italien heraus die Passagiere bringt. Und dann die Langstrecken zu füllen in München, aber auch in Frankfurt. Dann hat man am Heimatflughafen in Verona natürlich auch inneritalienische Flüge gemacht, aber diese werden nun wirklich alle eingestellt. Warum? Ganz einfach, weil man sich neu orientiert und man hatte dann den Plan, in Florenz zum Beispiel mehr zu machen, aber es wird alles nicht kommen. Mario, hast du eventuell eine Idee, was da passiert ist? Warum? Also mir ist es mir ein völliges Rätsel, was da passiert sein könnte. Es kann aber, hat aber auch wahrscheinlich nichts mit der Übernahme einer anderen Fluggesellschaft zu tun, nehme ich an. Ja, also
Die ITA ist anscheinend in Italien die stärkere Marke. Die will man halt positionieren und dann braucht man ehrlicherweise die Air Dolomiti nicht. Und ich glaube, dass die Air Dolomiti so ein Schicksal haben wird, wie es die Augsburg Airways mal hatte. Zwar nicht ein Konzern, Fluggesellschaft, aber auch Eurowings, Germanwings und wie sie heißen, die dann einfach langsam vom Markt verschwinden, weil sie einfach keine Berechtigung haben. Und das ist halt das, was passieren wird. Die werden wahrscheinlich dann in the long run in der Marke ITA dann aufgehen. Vielleicht werden sie Alitalia den Markennamen benutzen, weil das ging ja auch rein theoretisch, weil die Markenrechte sind ja bei der Lufthansa MSC oder MSC Lufthansa, muss ich sagen, wenn sie das übernehmen. Also insofern schreibt einfach, was ihr unten haltet. Findet ihr es schade, dass man mit der nicht mehr innerteilnehmlich fliegen kann, dass die sympathische Airline aus der Verona, da dann dequalifiziert wird von der Lufthansa und vielleicht auch dann in der ITA aufgeht. Das wäre eventuell etwas. Ja. Und sie waren ja eigentlich eine positive Erfahrung. Ne? Ich mochte da immer gerne fliegen. Personal war immer sehr freundlich, sehr nett, sehr gastfreundlich. Und wie du schon sagtest, der Espresso war immer wirklich ganz, ganz wunderbar. Es war wirklich Italian Feeling an Bord. Ja, deshalb. Da muss man einfach schauen. So, dann das letzte Thema für heute. Ich gucke mal auf die Minutenzahl. Ich muss hier kurz mich aus dem Bild. 21, wir haben ja so Sachen gesammelt. Ich dachte, wir hätten heute gar nichts zu erzählen. Ja. Ach, was willst du machen? Was willst du machen? So ist es, weil, ne? So, also im Prinzip. Coop, genau. Die Coop-Punkte-Transfer bei Coop. Die Meilen-Promo ist wieder da, indem man Coop-Superpunkte 2:1 in Miles & More-Punkte umwandeln kann. Und jetzt während der Promotion wandelt man sogar 3:2 um, ist also eine 33-prozentige Erhöhung. Ganz wichtig ist einfach, dass man 6.666 Miles & More-Punkte für 10.000 Super-Coop-Punkte machen kann. Aber wichtig ist, dass diese Aktion bis heute, also den 24. April, nur noch läuft. Also mit dieser Aktion. Dann kann man aber auch 5.000 Meilen für 7.500 Superpunkte bekommen, auch noch bis heute. Also nur damit ihr das mal als Zahl gehört habt. Und die Bedingungen sind einfach ganz einfach, dass man maximal, und das, wo war das? Es dürfen maximal 90.000 Superpunkte pro Supercard-Nummer in Meilen umgetauscht werden. Darauf achten. Und was gibt es noch zu sagen? Man kann pro Kalenderjahr maximal 500.000 Superpunkte in 250.000 Prämienmeilen eintauschen. Also da gibt es auch nochmal eine Kappung. Was soll man noch sagen? Dass das wahrscheinlich nur für Schweizer geht, weil ich habe dort kein Konto, weil es das in Deutschland halt nicht gibt. Coop. Das ist genau richtig. Coop gibt es halt nur in der Schweiz. Ja, danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Danke, dass ihr uns zugelauscht und zugehört habt. Und wir sind froh, dass wir euch auch was auf den Schweizer Markt bieten konnten mal. Also insofern hoffen wir, dass ihr morgen wieder dabei seid bei der nächsten Folge von Frequent Traveler TV. Da kommt ja Mario nicht dabei mit Ryan, weil er ja wieder gleich los muss. Du bist ja quasi wieder auf dem Sprung, ne? So ist es, so ist es. Geht wieder los. Geht wieder los, wird wieder gearbeitet. Nochmal der Hinweis auf den Stammtisch, nochmal der Hinweis auf den Erstflug von Tampere aus nach Oslo mit der Air Baltic und nochmal der Hinweis, abonnieren, Glocke an, kommentieren. Kommen die Hände noch kommentieren? Achso, Entschuldigung. Kommentieren, geht doch. Kommentieren und ein Like dalassen, damit der Algo wieder. Ich muss mal auf den Kontrollbildschirm gucken, weil ich sehe den Herrn oftmals ja nicht, wenn ich bei euch in die Kamera schaue. Also, das reicht jetzt einfach, glaube ich, für heute wieder. Ich werde das jetzt alles schneiden und dann werdet ihr es sehen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.